Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima Underworld 2. Wir sind vom Prison-Gefängnis zurück in Castle British und wir wollen mal mit Nystol reden. Was wir gefunden haben, ist folgendes. Ich glaube, das hier. Genau. Hallo? Jetzt. Vielleicht meinst du ja das hier. Ja, natürlich. Aha, okay. Okay. Kommt wieder zurück. Also irgendwas hat er auf jeden Fall mit dem Dings gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wir sollen es mit dem großen Teil machen. Okay. Und wenn man es machen soll, ist diese Balance, diese Stabilität von dem Blackrock-Gefängnis destabilisieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, das werden wir natürlich machen. So, aber wir sollen noch mit Nana reden. Die ist wahrscheinlich da hinten noch. Naja, jetzt ist es eine Warm Blackrock-Gang. Vorher war es ja nur eine ganz normale. Ich bin ja mal gespannt, was da passiert. So, mit Nana soll mal reden. Die wird wahrscheinlich hier irgendwo sein, oder? Oder war die jetzt auch in der Halle? Nee, die war, glaube ich, hier hinten drin. Nein, ist sie nicht. Okay, dann müssen wir sie wohl erstmal suchen. Vielleicht war sie doch in der Halle drin und ich habe sie nicht gesehen. Da waren gerade so arg viele Leute da. Also das ist auf jeden Fall Nelson, Tori, Nystol, die ist verschwunden. Das ist sie, oder? Ja. Das ist Veterin. Wie spät ist eigentlich? Early Evening, ja gut. Aber wo sind dann die anderen alle? Das ist ja Charles. Mit dem müssen wir nicht reden. Wo ist denn diese Nana? Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich Castle British mal absuchen. Im Keller wird es wohl nicht sein. Das ist Nystols Raum, da müssen wir ja nicht hin. Wenn wir schon da sind, dann können wir auch gleich was machen. Das Schwert will ich noch nicht steigern. Ich würde nochmal auf Attacke gehen. Dass wir die Attacke nochmal steigern werden. Was ist unser Attackewert? Der ist auf 16. Dann schauen wir mal, wie hoch der geht, wenn wir den nochmal steigern. Ja, so, dann... Nein, das war's dann mal. Und es ist nur auf 17 hochgegangen. Naja, gut, auch nur ein Punkt. Aber besser als nichts. Ich würde jetzt noch ganz gerne weitere Punkte ausgeben für Schwert, aber das machen wir nicht hier, das machen wir woanders. Und bei Casting bin ich auch nicht sicher, ob Nystol... Da haben wir auch dann später zwei Möglichkeiten, ob Nystol uns da groß weiterhelfen kann oder ob das bei jemand anderen mehr bringt, was zu machen. Naja, gut, wir werden sehen. Das war Nystols Platz. Die sind nicht hier. Sind die tatsächlich nicht hier? Aber wenn die nicht hier sind, wo sind sie dann? Julia ist hier.
Miranda ist hier, Lady Tori ist hier. Ja, wahrscheinlich alle zum Essen sind sie wahrscheinlich hier, aber wo sind dann die... Das ist Dupré. Wenn nicht, gehen wir einfach nochmal schlafen und schauen am nächsten Tag, ob wir sie dann da finden. Weil im Moment scheint er tatsächlich irgendwie komplett verschwunden zu sein. Das ist Patterson. Und da hinten war ja nur der Raum vom Dings. Hä? Ganz ehrlich gesagt, hier waren sie nirgends drin. Okay, hier könnten sie noch sein. Sind die bei Lord British Raum drin? Nee, oder? Ich meine, irgendwann müssen sie ja auch mal Betten machen, denke ich, und so Zeug. Aber, Lord British ist jedenfalls hier. Aber sonst ist da niemand. Die scheint tatsächlich verschwunden zu sein. Ach nee, Syria, Nana, da ist sie doch. Ich hab sie gefunden, juhu. Dann lasst uns mal mit ihr reden. Ja, so. So, ja natürlich. Was können wir dann für dich tun? So schlimm wird's wohl nicht sein. Dass sie behandelt werden wie Tiere. Aber wahrscheinlich sollte man Lord British trotzdem mal ansprechen, dass er sie ein bisschen freundlicher behandelt. Fragen wir mal das hier. Sie wollen nicht Diener genannt werden. Servants heißt ja, glaube ich, Diener, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Sie wollen den Titel Domestic Management. Und weiter. Ja, da hat sie schon recht. Als König heißt es eigentlich, Diener des Volkes zu sein. Ich finde, das ist ein faires Argument. Da hat sie nämlich nicht gerade Unrecht. Noch weiteres da, was wir machen können? Wir sollen das mit Lord British besprechen. Ja, machen wir mal. Ich meine, ich verstehe sie eigentlich auch, um was es da hier geht. Und teilweise hat sie ja auch nicht Unrecht. So, lasst uns mal mit Lord British deswegen reden. Speichern wir nochmal. Ich glaube, das können wir wieder unter 1 machen. Dann nehmen wir das einfach unter 13. So, Lord British. Was nehmen wir denn? Ich glaube, Nummer 2, oder? Oder 1, beides würde eigentlich passen. Aha. Okay, was würde passieren? Ich denke 2. Thank you.
Okay. Ja, okay, das war's. Der ist ein bisschen... Naja. Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn wir jetzt das andere genommen hätten. Einfach mal, um es zu wissen. Wenn wir das hier nehmen. Aha, aha, aha. Ja, hier können wir es dann direkt sagen, was wir wollen. Und dann sagt er wieder, er will über das überlegen. Und ja, denke ich, ist auf jeden Fall beides richtiger. Ihm sagen, dass er ihre Forderung erfüllen soll. Ja, ich glaube, so ist es besser. Und das war's jetzt halt. Okay. Dann reden wir mal mit Nana nochmal. Und sagen, was Lord British hier gesagt hat. So. Okay, wir können nichts weiter sagen. Ja, das geht dann wahrscheinlich irgendwann später weiter. Lass mich mal durch hier. Ich muss hier durch. Ich muss wieder zurück in den Abyss. So, jetzt machen wir als allererstes das, was Nystul uns gesagt hat. Wir benutzen den Black Rock Gem mit dem großen Edelstein. So. Okay. Es ist was passiert. Eine Vibration ging durch ein Dings durch. Und es sieht ein bisschen anders aus. Ja. Hier sieht es aus, es ist das heller. Dann können wir wahrscheinlich hier durchgehen. Jetzt ist das heller und so weiter. Das wechselt sich jetzt ab und damit haben wir ein paar Dinger freigeschaltet. Huch. Verschwunden. So, aber als allererstes würde ich ja gerne mal ausnisten. Das bleibt alles drin. Wie sieht es denn hier aus? Ja, gut. Das hier. Vier Stück. Nee. Fünf. Hä? Vier, bitte. So. Die würde ich jetzt ganz gerne hier liegen lassen. Das ist ein Gewicht, das wir brauchen nicht. Eins würde ich da drin lassen. Brauchen wir zwar im Moment auch nicht, da wir keine solche Lampe haben, aber gut. Die Fackeln bleiben drin. Wobei, die Fackeln würde ich, glaube ich, dann... Wobei, da machen wir Getränke und Potions rein. Dann machen wir das Zeug für Licht, machen wir hier rein. Was haben wir hier da? Edelsteine, Ausrüstungsgegenstände und so Zeug. Das kann man Zeug zum Verkaufen machen, das ist auch leer. Da haben wir wieder Lichtsachen. Flöte brauchen wir jetzt auch nicht. Da haben wir noch eine Potion. Die Potion kommt dann hierher. Lichtquellen kommen hier rein. Okay. Und hier drüben haben wir Geld. Da will ich mal 80 Stück hier liegen lassen. Wobei, lasst uns das mal vielleicht hier liegen. So, die ganzen Scrolls. Da ist noch meine Potion. Die kommt hierher. Ja, und die ganzen Dinger hier, die wollen wir uns auch mal später noch anschauen. So. Das da ist, glaube ich, der Dings. Wenn wir jetzt hier reingehen. Kommen wir zu dem Prison, genau. Da wollen wir aber jetzt nicht rein. Da waren wir ja schon. Wir wollen hier rein als nächstes.
Ist die Frage, kommen wir da rein? Nein, wir werden zurückgeschleudert. Jetzt müsst mal reinkommen. So. Kill on Keep. Dann speichern wir hier wieder unter 13. Statt Kill on heißt Keep. Glaube ich, heißt das Ding hier. So, die nächste Welt, die es zu erkunden gibt. Hallo. Ich bin ein Reisender. Wir werden uns nicht zu erkennen geben. Wahrscheinlich ist diese Welt nämlich wieder unter dem Guardian sein Einfluss. Wir müssen mit Miss Tell reden. Mhm. Okay. Und sie will einen Loyalitätstest machen, je nachdem. Mhm. Wieder eine Wache. Loyalitätstest, das ist... Ja, schaut mal. Banner des Guardians. Hier müssen wir vorsichtig sein, schätze ich mal. Aber sie sind uns noch freundlich gesonnen. Das ist doch immerhin etwas. So, hier ist eins. Das heißt, hier ist der Black Rock. Oder war das? Warte mal. Wartet mal. Wo ist der Black Rock? Hier ist der Black Rock. Das heißt, nicht hier ist eins. Das da kann weg. Das da kann weg. Ja. So. Hier ist der Black Rock. Das heißt, hier kommen wir wieder zurück. Speichern. Unter 14 in dem Fall. Wen haben wir denn da? Merzan. Wer bist du denn? Okay, ein Verkäufer, wie es aussieht. Spells müssen wir nicht. Er kann was wieder aufladen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und er kann Sachen identifizieren. Moment mal. In dem Fall, da wir ja noch keine Lore haben, ich speichere hier nochmal, kann er uns vielleicht diesen... was identifizieren. Und zwar 25 Gold. Haben wir überhaupt noch so viel Gold? Nein, haben wir leider nicht. Sonst hätte ich gesagt, er könnte uns mal den Ring identifizieren und dann würde ich nochmal neu laden, um zu wissen, ob da irgendwas Wichtiges wäre oder auch nicht. Okay. Merzan haben wir hier. Also hier ist dann 2 mit Merzan, hoppala, der uns Sachen identifizieren kann. Das ist schon mal nicht schlecht zu wissen. Haben wir sonst noch jemand da? Ja, da haben wir noch Aaron da. Wer bist du denn? Das scheint ja so ein Händlerviertel zu sein, wo man rauskommt. Ja, klar. Was hat er denn? Ach, nicht wirklich was, was wir haben wollen. Von dem braucht man nicht wirklich was. Haben wir sonst noch irgendjemand hier? Da haben wir noch Bishay hier. Vielleicht.
Also der macht das auf jeden Fall nicht gern. Okay, interessante Sachen. Sogar relativ gute Sachen. Aber ob wir die jetzt wirklich hier brauchen, die werden wir wahrscheinlich auch irgendwo anders noch finden. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, was der so alles hat. Wobei ich auch nicht sicher bin, ob sich das nicht noch, ist da was? Das machen wir anders. Das machen wir anders. So, 2 ist, Händler. Wir nennen das einfach mal Händler hier. Oh, und natürlich hier 2. So. Da haben wir jetzt noch ein X und ein X. Und dann werden wir mal weiterschauen, was wir hier noch weiter so finden. In der nächsten Folge dann. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.